verurteilt zu werden. Und das hat Sie so erschreckt, dass Sie wie jeder andere behandelt werden sollten? Ich verwahre mich mit Nachdruck gegen den Vorwurf, der Zeuge sei von Angehörigen der Bundesanwaltschaft oder des Bundeskriminalamtes gekauft, umgedreht oder einer sogenannten Gehirnwäsche unterzogen worden. Obwohl der Zeuge zweifellos schuldbeladen ist, halte ich ihn für glaubwürdig. Es ist nicht das erste Mal, wenn sich ein Saulus zum Paulus bekehrt. Und in einem Rechtsstaat, der sich der Resozialisierung verschrieben hat, sollte derartiges nicht als ungewöhnlich angeprangert werden. Schon grundsätzlich verdient jemand, der sich aus den Krallen einer kriminellen Vereinigung befreit hat, ein gewisses Verständnis, wenn nicht sogar Respekt. Es fällt auf, dass die Angeklagten dem Zeugen nicht gegenübertreten wollen. Ebenso wie sie sich grundsätzlich gescheut haben, an jenen Tagen hier im Sitzungssaal zu erscheinen, an denen ihre Opfer, die Verletzten bei den 6 Sprengstoffanschlägen vernommen worden sind. Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet, dass Sie sich so rasch freigemacht haben für diese Anhörung, Herr Generalbundesanwalt. Sie sollen darüber aussagen, ob die mit den Ermittlungen befassten Beamten dem Zeugen irgendwelche Vorteile versprochen haben für die Aussagen, die er gemacht hat. Der Herr Generalbundesanwalt als Behörde hat ja bereits zu diesen Fragen Stellung genommen. Ich erkläre als Zeuge, dass keinem der Genannten in irgendeiner Form Vorteile versprochen oder Nachteile angedroht worden sind oder... Kennen Sie die? Bitte? Entschuldigung. Oder in anderer Weise Einfluss auf den Inhalt Ihrer Aussage genommen worden ist. Kennen Sie die Akte 3 ARP 74-75 Römisch 1? Das Vorhandensein dieser Akte ist mir selbstverständlich bekannt. Kennen Sie den Inhalt dieser Akte? Ich möchte das doch jetzt auf die Aussagegenehmigung abheben. Enthält die Akte Vernehmungsprotokolle unseres letzten Zeugen? Dazu kann ich keine Aussage machen. Haben Sie, Herr Zeuge, veranlasst, dass diese Akte mit einem Sperrvermerk belegt wird? Ich habe das vorgeschlagen. Es gibt dieses Modell der Integration der Apparate der inneren und äußeren Sicherheit, Bundeskriminalamt und NATO. Dieser zentrale Counterinsurgency-Apparat ist unmittelbar in die NATO-Struktur integriert. Er soll in der Bundesrepublik aufgebaut werden, weil hier bestimmte Erfahrungen gemacht wurden und legale oder parlamentarische Widerstände nicht zu erwarten sind. Mit der Ladung des Generalbundesanwalts hat das nicht das Allergeringste zu tun. Herr Bader, Sie entfernen sich vom Thema. Ja, wenn Sie nicht folgen können, das sind alles hier Initiativen. Ich habe hier übrigens eine Studie vom Londoner Institut für Konfliktforschung. Sie befasst sich mit der Bekämpfung der Subversion. Oh, Herr Bader, Sie unterliegen offenbar dem Irrtum, als wären die Ziele der Bekämpfung der Subversion Gegenstand der Sachaufklärung in diesem Verfahren. Wir haben es mit Mordvorwürfen gegen Sie zu tun. Es geht mir jetzt darum, die Hintergründe zu entwickeln. Die militärisch-strategische Diskussion. Auch die Besonderheiten dieses Verfahrens, wie die Eliminierung der Verteidigung, die Liquidierung der Gefangenen. Die Liquidierung würde allein schon reichen, Ihnen das Wort zu entziehen. Ich will es nicht tun. Ein Sondergericht, ein Sonderrichter, besonderes Prozessgebäude. Sie stehen auf dem falschen Standpunkt, dass Sie hier Dinge zu entwickeln hätten als Angeklagter gegenüber dem Zeugen. Hier wird gefragt und nichts anderes. Gut, na gut, 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 dann frage ich ihn jetzt. Dann frage ich jetzt, ob er diese Richtlinien kennt. Erstens, terroristische Organisationen zu infiltrieren. Zweitens, terroristische Aktionszentren aufzuspüren und zu isolieren. Drittens, die Führer auszuschalten. Es ist nicht erkennbar, was das mit den Mordvorwürfen gegen Sie zu tun haben könnte. Herr Bader, da muss ich Sie enttäuschen. Maßnahmen dieser Art gehen nicht von der Bundesanwaltschaft aus. Aber diese Studie besagt doch ganz klar. Führung eliminieren? Entziehen das Wort. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, dass innerhalb der NATO Papiere kursieren, die eine militärische Bekämpfung der RAF zum Gegenstand haben? Die Frage ist nicht zulässig, da sie nicht sachdienlich ist. Dann stelle ich einen erneuten Ablehnungsantrag gegen das Gericht. Die Zurückweisung der Frage lässt erkennen, dass der abgelehnte Richter es darauf abzielt, die RAF als eine kriminelle Vereinigung zu charakterisieren. Ohne irgendeine politisch-militärische Substanz. Sonst noch jemand? Obwohl es ganz sinnlos ist, schließe ich mich hier der Begründung an. Wenn man hier längere Zeit nicht gewesen ist, wird das propagandistische Konzept besonders deutlich. Eine maßlose Hetzkampagne zur Vernichtung der hier Angeklagten. Die Justiz ist in diesem Zusammenhang nur die propagandistische Verkleisterung für die Beseitigung unerwünschter Personen des öffentlichen Lebens. Herr Bader, ich entziehe Ihnen das Wort. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, dass von den Ermittlungsbehörden in der Öffentlichkeit Behauptungen aufgestellt worden sind, in den Händen der Roten Armee-Fraktion befänden sich atomare Sprengköpfe? Ich habe etwas derartiges gelesen. Haben Sie das in der Zeitung gelesen oder woanders? Nein, nur in der Zeitung. War das ein Anlass für Sie, dieser Meldung nachzugehen in Ihrer oder einer anderen Behörde? Es mag sein, dass wir darüber gesprochen haben. Was haben Sie da in Erfahrung gebracht? Bislang sind mir keine Erkenntnisse zugegangen. Darf ich fragen, mit wem Sie darüber gesprochen haben? Das weiß ich heute nicht mehr. Darf ich fragen, wann diese Gespräche stattgefunden haben? Das weiß ich auch nicht. Ist das nicht ein Vorgang so ungewöhnlicher Art, dass Ihr Gedächtnis da ein bisschen besser sein könnte, Herr Zeuge? Nein,
Das glaube ich nicht. Ja, wie denn? Kommt das häufiger vor, dass Ermittlungsbehörden zu der Erkenntnis gelangen, in den Händen bestimmter Gruppierungen befinden sich atomare Sprengkörper? Sie überschätzen einfach die Funktion der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft befasst sich mit Strafverfolgung. Ja, ja, aber zur Strafverfolgung gehört bekanntlich auch die Ermittlung, oder? Ja, natürlich, natürlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade Aktivitäten mit atomaren Sprengkörpern für Sie als Ermittlungsbehörde von so großem Interesse sind, dass Sie Ihr Gedächtnis da nicht so schnell verlässt. Ja, natürlich. Darf ich zunächst noch mal fragen, welchen Zusammenhang Sie mit der hier zu betreibenden Sachaufklärung wir sehen? Wir unterhalten uns hier über die Qualität und Quantität von Aktionen der Roten Armee-Fraktion. Wenn nun die Frage eine Rolle spielt, ob Erkenntnisse gewonnen sind über Aktivitäten im Zusammenhang mit atomaren Sprengkörpern, dann gehört diese Frage natürlich zu dem Verfahren. Wo ist der Vorwurf erhoben worden gegen die Angeklagten? Sie seien im Besitz von atomaren Sprengkörpern. Nein, das nicht. Ja, eben. Maßstab ist der Anklagevorwurf. Man kann unter dem Paragraphen 129 kriminelle Vereinigung nicht alles unterbringen. Ich meine, bitte, das ist ein überzogenes Beispiel, wenn ich Sie heute fragen würde. Wussten Sie, dass der Roten Armee-Fraktion vorgeworfen wird, kleine Kinder geschlachtet zu haben? Dann müsste ich nach Ihrer Theorie die Frage auch zulassen. Solche Bilder fallen Ihnen ein, Herr Vorsitzender? Also warum überhaupt einer von uns nach Ulrikes Tod hierher gekommen ist? Das ist, weil wir es für notwendig halten, die tatsächliche Struktur der Gruppe transparent zu machen. Also wie sie real war. Nicht dieses Destillat der psychologischen Kriegsführung, was der Zeuge da behauptet. Strategische Konzepte der RAF sind im kollektiven Diskussionsprozess von allen entwickelt worden. Die Behauptung, Ulrike hätte im Gegensatz zu Gudrun oder Andreas den Anschlag auf das Springerhochhaus gewollt und durchgeführt. Die Behauptung, es hätte eine Fraktionierung gegeben, Kämpfe untereinander, Terror, was das Schwein von Zeuge da behauptet. Bitte unterlassen Sie derartige Bezeichnungen von hier vernommenen Zeugen. Nach der Aktion gegen Springer gab es in einzelnen Gruppen eine starke Kritik. Daraufhin ist Ulrike nach Hamburg gefahren, um das zu ermitteln. Und die Kritik an der Gruppe in Hamburg war, dass sie die Aktion durchgeführt hat, ohne sich darüber klar zu sein, dass Springer natürlich nicht räumen lassen wird. Wenn jetzt behauptet wird, es hätte Spannungen gegeben, dann soll das sowieso nur den Mord an ihr legitimieren. Die Behauptung hier sei an Mord passiert, nehme ich auf keinen Fall hin. Das würde dazu führen, dass Sie mit Ordnungsmaßnahmen zu rechnen hätten. Das interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du etwas darüber, ob es Trennungen von der Gruppe gab? Und wenn ja, wie die abgelaufen sind? Natürlich gab es Trennungen. Im Prozess des Kampfes gibt es natürlich Widersprüche. Und es gibt Leute, die entscheiden sich irgendwann, dass sie den Job nicht mehr machen. Obwohl eigentlich jeder weiß, dass es nicht möglich ist, dass es gelogen ist, wenn man es einmal gemacht hat. Man reißt eben immer einen Schritt in den Dreck zurück. Aber es gab solche Trennungen, natürlich. Aber es ist niemals von Liquidation geredet worden, bei keiner Trennung. Und es gab Trennungen, wo wir das bestimmt haben. Es gibt die Geschichte, die ist auch bekannt, und zwar in Berlin. Also diese Frau, die hat ein halbes Dutzend Leute hochgehen lassen. Die hat Leute verraten, Wohnungen verraten. Passiert ist, gemacht worden ist, die hat einen Eimer Tee über die Fresse gekriegt und ein Schild um den Hals, da stand drauf, diese Denunziantin steckt mit den Killerschweinen unter einer Decke. Also ich meine, wenn bekannt ist, dass jemand Leute verraten hat und die praktisch zum Abschuss freigibt, wenn der einen Eimer Teer über die Fresse kriegt, dann ist es umso absurder anzunehmen, dass einer, der niemanden verraten hat, einfach so abgeknallt werden könnte. Hat es während des Hungerstreiks Druck auf einzelne Gruppenmitglieder gegeben, wie der Kronzeuge behauptet, den Hungerstreik nicht abzubrechen? Wenn einer aufhören wollte, den Hungerstreik zu machen, dann war das eine freie Entscheidung, dass sie die Konfrontation nicht mehr wollten, also leben wollten, nicht kämpfen, eben leben. Als ich hier reinkam, hatte ich nur einen Gedanken im Kopf. Widerstand leisten, wo es geht. Nicht nur, weil ich wusste, dass es politisch richtig und notwendig ist, sondern weil ich abstrakt wusste, was notwendig ist für die Identität, um nicht kaputt zu gehen. Dieser Gedanke wurde zu einer Frage ziemlich bald, wie um alles in der Welt. Und daran bin ich völlig verrückt geworden, daran, diese Frage nicht beantworten zu können. Herr Bader? Gib's noch eine.